Hallo, da sind wir mal wieder aus Straßburg von der Plenarsitzung des Europäischen Parlaments. Jan und Ska. Ska, diese Woche haben wir diskutiert mal wieder über Schengen. Wie kommt es dazu und was ist bei rausgekommen? Ja, die Sache mit Schengen ist jetzt die, es gibt ja die Überlegung, da die Regeln zu ändern, wann man interne Grenzkontrollen temporär wieder einführen kann. Und der Rat hat sich jetzt gedacht, naja, machen wir eine Reform, aber lassen wir doch das mal das Parlament außen vor. Das heißt, die wollen eben, dass das Parlament bei dieser Regelung nicht mitbestimmen darf. Und dagegen wehren wir uns natürlich. Und zwar irgendwie das Parlament wie eine Front, also fraktionsübergreifend, haben wir da Stunk gemacht diese Woche. Ja, mal gucken, also das wird noch ein harter Kampf, damit wir alleine nur mitbestimmen können, damit halt Schengen nicht aufgeweicht wird. Aber es gab ja noch mehr Aufregung, habe ich gesehen, am Montag eine riesengroße Debatte zu Passagierdatenabkommen mit diversen Ländern. Was war denn da schon wieder los? Stimmt, das ist ja eine Debatte, die wir auch schon lange führen, schon viele Jahre, wo das Parlament immer gesagt hat, dass wir diese Abkommen kritisieren und eigentlich so nicht annehmen wollen. Jetzt hat die Kommission auf unsere Bitte hin neue Abkommen mit den USA und mit Australien verhandelt. Und die sind eigentlich nicht wirklich besser, als sie vorher waren, sondern eigentlich sogar eher schlimmer. Was passiert? Es werden alle Fluggastinformationen, zum Beispiel wenn man in die USA reist, für 15 Jahre gespeichert. Und diese Informationen werden frei analysiert und sozusagen zu Profilen geschaffen, um dann zu gucken, ob du mit deinem Profil irgendwie ein Risiko bist. Und nicht nur, ob du eine Terroristin bist, sondern vielleicht auch, ob du... was weiß ich, gerade vielleicht keine Einreiseerlaubnis hast in die USA oder ob du einfach sozusagen eine Kleinkriminelle bist. Das heißt, so große Überwachungsmaßnahmen werden jetzt schon angewendet auf Kleinkriminelle oder solche, die nur verdächtig erscheinen dafür. Das ist natürlich hoch missbrauchsanfällig und wir sind deswegen extrem kritisch gewesen am Montag. Und die Kommission muss da das Ganze nacharbeiten. Ansonsten wird sie damit rechnen müssen, dass diese Abkommen, so wie das SWIFT-Abkommen, hier im Parlament abgelehnt wird. Mhm. Und das Parlament hat ja gezeigt, dass es eben wie bei dem SWIFT-Abkommen, jetzt auch bei dem PNR-Abkommen, beim Thema Datenschutz ganz genau hinguckt. Das ist ein Riesenerfolg, den wir als Grüne hier auch mit erreicht haben. Und ein Resultat, das jetzt auch mit auf den Tisch gekommen ist und das wir diese Woche verabschiedet haben, ist die Kommunikation oder unser Standpunkt zur Kommunikation zur Datenschutzreform hier in Europa. Da wird es dann nach der Sommerpause den Gesetzgebungsvorschlag geben und ich hoffe, dass es in die richtige Richtung geht und wir also einen Schritt vorankommen. Ja, manchmal geht es ja auch in die falsche Richtung, wie wir gesehen haben bei dem Bericht über Klimaschutz etc. Das ist dann so schlimm geworden, dass wir zum Schluss gesagt haben, nein, wir stimmen dem nicht zu. Absolut, ist ja dann auch abgelehnt worden, Gott sei Dank. Das war nämlich echt nicht feierlich. Ja, solche Dinge, da haben wir einfach schlechte Mehrheiten. Aber wie ist es zum Beispiel in der Entwicklungspolitik? Da waren ja auch Themen mit auf der Tagesordnung. Ja, die Woche gab es gleich zwei Berichte zur Entwicklungspolitik. Einmal ging es um den sogenannten Budget-Support. Also wenn wir Geld für Entwicklungsländer nicht in Projekte stecken, also wir bauen keine Brunnen, sondern wir geben es direkt in den Haushalt des Entwicklungslandes, sodass die selbst entscheiden können, wo sie ihre Prioritäten setzen. Also ob sie jetzt sagen, Bildung ist für uns wichtig und wenn ja, Grundschulbildung und zwar in diesem Bereich etc. Oder eben, wir bauen eben lieber Brunnen damit. Und der Rat ist da sehr skeptisch, was das anbelangt. Deutschland vorneweg sagt, nee, das müssen wir irgendwie abschaffen, damit wir lieber Brunnen bauen und dann irgendwie die deutsche Fahne irgendwie drauf tun können. So. Und jetzt hat das Parlament halt gesagt, dass wir sehr eher positiv gegenüber dieser Haushaltsunterstützung stehen. Also auch wir Grüne finden das ein gutes Instrument. Klar, es hilft nicht immer, es hilft nicht für alles. Aber es ist ein wichtiger Schritt dahingehend, dass halt Länder selbst bestimmen, wie sie sich entwickeln wollen und wir das nicht aufoktroyieren. Und dann gab es eben noch einen Bericht auch über die Wirksamkeit der Entwicklungszusammenarbeit, wo eben das Problem ist, dass der Rat und die Kommission schon wieder versuchen, so einen komischen Wirtschaftsbegriff reinzubringen von Wirtschaftswachstum ist irgendwie gut für alle, was nicht stimmt. Man muss eben aufpassen, wie das ankommt bei den Leuten und nicht nur bei den Leuten, die halt irgendwie Unternehmen haben. Und ja, und das wird noch ein längerer Kampf, glaube ich, da zu gucken, dass Entwicklungsziele der EU nicht aufgeweicht werden. Gut. Wir bleiben da dran, auch über die Sommerpause, die jetzt kommt. Also die nächste Straßburg-Plenarsitzung ist dann erst wieder im September. Dafür dann aber auch gleich zwei quasi hintereinander. Da wird sicherlich einiges kommen, was auch Spannung verspricht. Und bis dahin sagen wir mal wieder Tschüss.